Willkommen zu einer neuen Woche Meta-Matches, die diesmal ein bisschen später startet. Wir spielen Splite Runic. Und das hier ist übrigens in Iperia, weil aus irgendeinem Grund haben wir kein Bild von dem. Ja, das ist die Liste von Joshua Schmidt, mit der er vergangenes Wochenende YCS Utrecht gewonnen hat. Ich selber habe Tribal Gate Sprite gespielt. Damit werden wir wahrscheinlich das nächste Mal spielen. Aber fürs Erste nehmen wir mal die Deckliste hier. Und der Signal dieser Woche ist Draco. Oder Draco, je nachdem, in welcher Sprache man es aussprechen soll. Schauen wir mal, wir haben Go Second Card, wir haben zwei Runic-Karten. Die Hand ist prima. Er hat 44 Karten im Deck. Könnte Combo-Tier sein mit 44, muss es aber nicht. Die gerade genommen Okay. mit. Ja. Okay, Nessie. Was? Wegen Stufe 3 oder? Ich check's nicht. Muss ja wohl. Ja, vielleicht hat er sie deswegen genommen. Das hätte doch immer noch. Also, ja, jetzt wollte sie nicht abwerfen. Aber, nee, wenn sie abgeworfen hätte, hätte er doch die Spellkarte. Keine Ahnung. Er hat irgendeinen Plan. Gucken wir mal, an was der ist. Ja, das war an dem Punkt dann keine Überraschung mehr. Das kann es ja immer noch banishen. Ja. Er den Graph gezogen, hat er schon mal gut für uns, weil den hätte er garantiert setzen wollen. Oh, er hatte Right. Oh Gott, ist das unlucky. Der hatte keine gute Hand, der Kollege. Nein. Also so richtig keine gute Hand. Definitiv nicht. Ich meine, gut für uns, aber er ist unlucky. Full Board hatte natürlich trotzdem, aber. Ja, aber er hätte halt hinter dem Fullboard noch mehr Handkarten gehabt. Ja. So, Handtraps oder so. Ich meine, so weit nichts, womit ein Lava-Golem nicht fertig wird. Ja, muss man mal gucken, was er jetzt alles bastelt. Okay. Also er kann jetzt mit Gloves, kann er natürlich Tornscales reinlegen, der kommt dann. Fail. Ja. Naja, gehen tut das immer noch. Ja, wie gesagt. Aber wollte ja wahrscheinlich Scales reinlegen, weil es gibt keinen Sinn hier durch über Gloves zu gehen. Was? Das sind Boots. Okay. Was will der mit der Trap? Wird uns gleich zeigen. Hoffe ich zumindest. Er kann den jetzt daneben specialen. Und Level 4 machen. Ja, und was könnte jetzt noch kommen mit Level 4? Redoer. Ah ja, klar. Oder wenn er den Rank-Up hat, den er nicht hat, könnte theoretisch der Fünfer kommen, der Monster negiert und übernimmt. Also, oder kann jetzt natürlich auch einfach ganz stupide Dweller kommen. Ich meine, solange er nicht weiß, gegen was er spielt, ist Dweller ja durchaus eine Option. Oh, oder ein Nightmare. Okay.
Ja, dann würde ich sagen, segelt mal. Das Token und der hier. Der Griffin Rider muss einen Token haben, dass er. Er muss das Token auf dem Feld haben. Und der hier hat halt noch die Equip dran. Ja, dann segelt mal Token und Dings. Weil das hat er nicht mehr gebraucht. Nee. So. So, jetzt müssen wir einmal kurz Wir müssen ans gucken. Fogblade denken. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Okay, wir gehen. Pip angelt Pounden. Denk dran, er hat hier ein Ja. Fogblade. Wir gehen. Tip angelt Founden. Okay, welcher war hier warst? Du warst der. Tip ist der, wo Tip draufsteht. Das Tip. Ach so, hier, ich habe auf den, ja, ich habe hier auf den ersten Namen geguckt. Ja, Ja. Tipp. Ja, ich hätte auf hier oben hingeguckt. Deswegen war ich Wir gerade. wollen gerne angeln Ja, gehen, wir würden gerne nicht das Huhn in Scharte erschimmen. searchen. Und nichts anketten, bitte. So, Field Spell. So, dann würden wir den. Das ist gut wegzugehen. Dann würden wir den gerne aktivieren. So, noch nichts anketten. So, dann hätten wir gerne, was ist das andere, das Flashing-Wurst, den hätten wir gerne für Special. Und dann ziehen wir zwei Karten. So, Special Summon. Nichts Und an. wir würden bei der Gelegenheit, und wir würden den gerne, also wir holen natürlich Hugen, Ja, klar, was sonst? und wir würden, glaube ich, gerne mal kurz überlegen, möchten wir Carrot abwerfen zum Suchen? Nee, möchten wir nicht, weil Carrot kann gleich das Fogblade negieren. Das heißt, wir machen jetzt nur Fountain. So, zurück in euch. So, nicht anketten. Nee. Und du auch noch nicht. Völlig sinnfrei Karten ziehen, man weiß auch nicht genau warum. So, Special Carrot. Ich meine, wenn man das Deck allein steht. Zone ist wahrscheinlich. Ja, machen wir nach rechts. Machen wir nach ganz rechts. Endeff Ja, natürlich, wir yeah, greifen eh klar. nicht an. Wir haben ja Aus Vulnerik aktiviert. Wir offensichtlichen können Gründen. eh nicht angreifen. So, wir haben. Dürfen wir weitermachen? Fühl dich frei zu Fogbladen. Weil gleicher Effekt, wenn der das Fogblade fressen sollte. Dann Special Jet. Geht mal was suchen. So, ja. So, Starter haben wir ja schon, also. Oder für den nächsten Zug. Ich überlege gerade, wie der restliche Turn aussieht. Wir werden den Starter in dem Zug noch zünden. Ja, wenn wir jetzt noch, dann hat man für den nächsten Zug noch einen, wenn wir jetzt noch einen suchen. Lass. Und es funktioniert als Bluffer, dann Aber vielleicht ist das ja schon andererseits ein kriegen wir Starter das an. zurück. Nee, wir nehmen Smashers, wir nehmen Smashers. So. Dann müssen wir jetzt mal Starter zünden. Sonst haben wir die Buddies nicht. So, Starter geht dann mal bitte für blau. Blue und Blue geht mal bitte für Red. Fogblade? Fogblade. Ja, Gibt's ein Argument für Smashers? nein. Wir tributen einfach den Blue weg. So. Und der kommt trotzdem durch. Das Wichtige ist, das Fogblade liegt jetzt noch, während Richtig, wir ist in nicht im Red. Friedhof. Das heißt, er kann nichts reviven. Den würden wir dann gerne mal specialen. Wahrscheinlich hierhin. Ruhig in die Mitte. Ja. Dann bauen wir mal aus Hugen und Jet einen Gigantic.
ist egal. Ja, es ist relativ Wumpe. Dann so. Würde der gerne mal. So, nicht an Ketten. Und du in Friedhof. Jet weg, genau. Und wir hätten gerne Capture. Dann Link in 11. So, mit. Ja, mit den beiden hier. Genau. Ziehen wir noch eine Karte, weil warum nicht? So, du noch nicht. Nee. Das ist nicht schlecht. Hi. Haben wir beide schon aktiviert. Ja, aber es ist gut trotzdem zu haben für den nächsten Zug. Und dann können wir mal... Und dann können wir jetzt mal Capture zurückholen. Oder? Wir werden noch ein Card Draw. Die Effekte sind eh raus, also might as well Capture nehmen. Ja, nehmen wir Capture. Und bauen mal mit Capture und Carrot einen Unibimaru. Und der geht dann mal aktivieren, hängt dabei Carrot ab, nicht Unibimaru. Hey, du meinst nicht Capture. Er hängt Carrot ab. Ja, er hängt. Nicht, ja. Ja, der kann sich ja nicht selber abhängen. Ja. Er hängt Carrot ab. Und geht mal den Link da wegräumen. Ja, den da. Mhm. Set Smashers, pass. Das können wir aus der Hand aktivieren, das heißt, die müssen wir nicht runtersetzen. Uff. Mhm. Und go. Jo. Ja, der Lava Golem war gut. Jetzt haben wir verkackt. Du hast nicht auf Battleface geklickt. Du musst aktiv auf die Battleface klicken, damit du sie skippst. Ja. Hi! Hi indeed. Mal gucken, wie viel er weghaut. Das hat der. Zwei. Wir könnten theoretisch drauf responden, ja, aber nicht mit den Effekten, die interessant sind. Ich sehe den Punkt nicht. Also, ja, you got it, bro. Ja. Klar, Droplet ist natürlich die eine Karte, die es gut macht, doch die Trap unten liegen zu haben, aber genug Materialien hatte der eh. Ja, ja, der hat ja auch einfach den... Der Griffin macht ja auch nichts mehr, das mal. So. Yo, hat er. Holen wir uns den Spell Trap Removal? Boah, den kriegen wir eh nicht mehr. Weil an dem Punkt ist es auch voll egal. Ja, mal. Ja, soll er mal. Soll er mal. Der wird jetzt halt den Adventurer suchen, wegschmeißen und dann den Token-Dings machen. Und ich würde vorschlagen, in Response darauf, auf Token kommt dass das hier. Genau. Hat er jetzt gerade den... Jackalope weggeschmissen? Ja. Warum? Hä? Warum? Dachte, vielleicht... Das funktioniert nicht. Ja, das dachte er, vielleicht dachte er, es funktioniert. Ja, okay, you got it. Mhm. So, aktiviere deinen Token. Ich meine, gut, es war eigentlich relativ egal, ob wir die Battleface skippen oder nicht, weil wir jetzt sowieso nochmal Runic Spells aktivieren müssen. So, jetzt würden wir aber dann doch gerne mal kurz ketten und was aufräumen gehen. So, Destroy. Tschüss. Hm. Ja. Okay, passt. Gut. Game 2. Also wir spielen gegen Rang 3 Engine-Haufen. Wir gehen Second. Es ist zu erwarten. Steht zu befürchten, dass wir Sphere-Mode brauchen. So viel wie der uns hinknallt, wahrscheinlich, ja. Also,
Okay, was segelt denn raus? Wir können Going Second auf jeden Fall ein bisschen was an der Sprite Engine cutten. Ich würde einen Jet und einen Starter rausschmeißen. So, wollen wir. Gibt es irgendein interessantes. Theoretisch wäre Chaos Hunter ein Mannequin Cat Target, aber da wir nicht First gehen, glaube ich, ist das wurscht. Brauchen wir Droplet? Ich meine, Ist Droplet besser als Talents? wenn wir Second gehen, wobei, nee, wenn wir, ich meine, seine Negates sind, er hat genau Fogblade als Nicht-Monster-Negate. Ja, die Chance, dass der einen Monster-Effekt aktiviert, ist eigentlich verhältnismäßig hoch. Ich würde ja Talents behalten, tatsächlich. Ja. Dann können wir eine Hyperia cutten noch. Dann sind wir auf 40. Außer wir wollen noch irgendwas rein haben, aber das sind alles eher die First-Gen-Karten. Dave theoretisch, aber die sind nicht so dolle, die Targets von dem. Parrot und Red wollen wir beide haben. Und es steht zu befürchten, dass der Cosmix boardet. Das heißt, den zweiten Fountain können wir auch nicht kicken. Nicht guten Gewissens. Nee. Dann würde ich sagen, lassen wir es so. Er scheint ein bisschen mehr zum Seiden haben. Ja, wird noch für, da, man hätte auch dafür argumentieren können, statt den Sphere Mode Droplets zu boarden, in der mit der Idee, dass der uns eventuell first schickt. Aber ich glaube, das Problem haben wir nicht. Und er hat eigentlich auch nicht so das Going Second Deck. Ich weiß nicht, ob ob das Deck Second gehen würde, nur falls der Gegner mehr Tribute reinboardet. Aber das Deck ist ziemlich gut darin, Leute umzubringen. Das funktioniert schon. Ja, umbringen schon, aber halt. Ja, gut, wir werden ja sehen, was er macht. Nee, du schickst dieses Deck hier eigentlich nur First, wenn du damit rechnest, dass er Sphere Modes sowohl spielt als auch geboardet hat. Der ist nicht rausgeflogen, oder? Nee, ich glaube, der überlegt einfach nur. Das ist halt kein Indikator. Das ist halt noch so ein Problem, dass das Programm so häufig abschmiert, wenn jemand rausfliegt, anstatt einfach dann die Disconnect anzuzeigen. Dass man halt nie weiß, ist der rausgeflogen oder überlegt der legit noch? Das ist ja legitim, ein bisschen länger zu überlegen, aber man ist halt immer ein bisschen on the edge. So, wir sind diejenigen, die rausgeflogen waren. Ja, der hat uns First geschickt. Aber wir haben keinen von den Go Second Karten gezogen, also alles gut, Okay, dann schätze ich. machen wir mal Lumber für Summon. So, Special Summon. Hallo Munin, Hugin. Munin war der andere. Und dann würde der gerne mal fragen, ob wir mal den Hier. Destruction discarden Oder? können für. Also klar, für Draw 2 dann macht mehr Sinn, ja. Ja. Für Fountain. Okay, Ja, dürfen wir, schon Mensch. mal keine Handjab auf das gefressen, das ist schon mal gut. Dann aktivieren wir den Fountain einfach mal. Hi! Ist nervig, aber handelbar. So halb. Das Also es ist Kacke, aber. stört, aber jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Ja, Also. also Blues dann vom Tisch.
Er hat den Droll auf jeden Fall. Ja, den können wir nicht verhindern. Ja, selber schuld, nicht A gedrückt, sowas macht man nämlich eigentlich in der Draw-Phase, genau deswegen. Weil wir hätten das jetzt gerade in der Draw-Phase machen können. Ja. So. Hab nicht mit das gerechnet, dass er uns first schickt. Ja. Ja. Anyway. Mhm. Der Draw resolved. Ja. Kein Grund, hier ist noch den Starter anzuketten, weil der kann man in der sowieso noch machen, weil der war ja special und nicht. Kurz überlegen, wie wir das hier machen. Na, ich meine, wir haben den Runic Interrupt und ansonsten kriegen wir halt noch ein Sprite-Viech aufs Feld, das war's. Das ist was, weil wir noch Smashers haben. Okay, wir machen Starter für Red. Ja, okay. Wir machen Starter für Red, bauen den Gigantic. So, Red. Gigantic. Aktivieren. Mhm. Klemmen den Red weg. Und damit den Red im Friedhof. Und gehen Jet suchen. Ja. Der darf zwar nicht suchen, aber wir brauchen ihn im Umlauf. Wir brauchen halt als Extender halt. Wir brauchen ihn im Umlauf. Ja. 11 Pass. Nicht direkt noch eine Resurrection? Ja. Revive Red. Ja, ne? So, dass der 11 drauf zeigt, bitte. Ja, dann kann man seinen Zustand den Jet zurückholen. Dann haben wir wieder das. Dann auch Field Spell aktivieren. Aktiviert Fountain Set 2 Pass. Wir müssen hier zwar runtersetzen, nur für den Fall, dass lustige Dinge passieren. Ja. Und wir dürfen nicht summonen. Deswegen, ja. Ja. Das heißt, wir können den nicht als Reaction aktivieren. Ja, aber man sieht hier, warum theoretisch Droll nicht gut ist gegen das Deck, weil auch ohne Theorie Search kommt was. Nee, das ist nicht mal das... Oh, er hat Evenly. End of Main Phase, wir machen 11 für Jet. Dann aktiviert er sich mal. So, ja. Mhm. So. Schmeiß das evenly. Keine Überraschung an der Stelle. Ja, hat nicht wirklich Sinn, jetzt Smashers anzuketten. Ja, resolved. Wir halten... Ich denke, wir halten... Boah. Flashing Fire? Ich meine, Flashing Fire ist das Einzige, was ihn noch interrupten kann. Der Rest braucht immer mindestens eine andere Karte. Dann müssen wir Flashing Fire behalten. Ja. So, weg. Du hast halt die Wahl zwischen Pest und Cholera, ne? Flashing Fire halten spielt um evenly rum. Flashing Fire... Nicht halten, Flashing Fire setzen, spielt um Cosmic. Ja, muss, und das ist halt 50-50, was er hat. Technisch gesehen mehr als 50-50, weil Spelltrap Removal häufiger ist als Evenly. Ja. Andererseits spielt absolut jedes Deck 3 Evenly-Style. Achso, den hat er einfach auch noch. Okay. Ja, gut. Dann wäre es wurscht gewesen. Ja, gut, dann können wir auch gerade so gut jetzt noch anketten. Dann verliert er wenigstens ein paar Karten. Ja, das chainen wir mal und, bauen mal was. Jo. Weil, warum nicht? Dann bauen wir den Geri. Den Hund. Ja. Schade, dass wir den viel zu nicht im Friedhof haben, aber hey, was willst du machen? Ja. Wir können es jetzt nicht leisten, den Starter abzuschmeißen, von daher macht Moonen keinen Sinn. Ugin. Ah, Mann. Irgendwann lerne ich's. Moonen ist der Stufe 3.
hau uns mit den Adventure-Tokens. Kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie viel er noch hat. Auf jeden Fall mal die Adventure-Engine. Aber wenn der jetzt wieder die Hälfte von der Engine gezogen hat. Oh, wenn der da abgeschmissen. Ja. Da kam diesmal aus dem Deck. Ja, das Wichtige ist, was er jetzt discarden kann und was er dann normelt. Soweit keine Überraschung. Ei. Das ist gut, das war schon mal ein Brick. Jetzt kommt es drauf an, und was die andere Karte ist. Ja, er hat Dings, er kann uns unseren Geri zurückbouncen, ist alles gut. Darf er alles gerne machen. Darf er indeed. Ja, macht er sogar. Ja, logisch. Jo. Warum auch nicht. Naja, klar, den kaputt zu machen würde ja nur uns noch irgendwas geben. Ui. So, letzte Karte ist das Entscheidende. Eine Set-Karte. Okay, da müssen wir jetzt nur irgendwas nachziehen, was den Griffin baitet. Ich meine. Das ist schwierig. Indeed. Weil wir können nichts abwerfen für Search. Und wir können nicht Starter machen. Das ist. Ich meine, wir können versuchen, Slumber zu machen und gucken, ob er zuckt. Er weiß, dass wir Starter haben. Ach ja. Gesucht. Stimmt. Dann. Ich glaube, das Play ist unironisch zu passen und zu beten, dass er uns nicht umbringen kann. Ich fürchte fast, du hast recht, ja. Wir können mal den Slumber setzen. Wobei, den wird er eh bouncen. Also, drauf gepfiffen. Dann machen wir einfach Pass. Er kann halt nächste Runde den nächsten Adventurer suchen, aber der bringt ihm nichts. Nee, also, solange er noch einen Token hat, bringt ihm noch einen. Ich meine. Weil das sind jetzt gerade nur 5-5. Ne? Ja, das sind jetzt gerade nur 5-5 Schaden, wenn er kein gutes Monster nachgezogen hat. Weil er kann jetzt den nächsten Stufe 3er suchen, was auch immer er nachgezogen hat, wegwerfen, den Stufe 3er normeln und uns für 5-5 hauen. Ja, aber das überleben wir. Ey. Schwierig. Mhm. Das war jetzt unpraktisch. 1300. Gibt's da einen Phantom Knight, der das hat? Torn Scales legt was. Ja, das Game. Ja. Passt. Gehen wir ins nächste. Gut. Aber gut, auf einmal ist er erste gewonnen. Er hat nicht um Evenly rumgespielt. Selber schuld. Ja, wie gesagt, er hatte beides. Wir konnten nicht rumspielen. So, egal worum wir runtergespielt hätten, er hätte das andere gemacht. Also, es ging nicht. Nee, wir haben ganz am Anfang nicht um Droll rumgespielt. Das war das Problem. Das ist weil das hätten wir durchaus machen können. Ja. Okay, also Talents raus für Go First. Sphere-Mode raus. Wir wollen den Chaos Hunter haben. Wir wollen den Starter haben. Wir wollen die Hyperia haben. Wir wollen den Jet haben. Da. Da und da. So. Macht. Hast du nur Sinn? Nein. Der beschwört keine Wasser- und keine Aquamonster. Nicht zwingend. Weil das einzige Wassermonster, was er im Deck hat, ist der. Ja, und die beschwört er nicht unbedingt. Zumindest nicht in der normalen Kombi. Ich überlege gerade, ob wir hier Freunde vom Eradicator sind. Ich meine, er hat schon ein paar Spells. Was hat er? Er kann den. Er kann Ride Hard Draw haben. Wir würden ja immer Spells callen, weil Traps die einzigen Traps, die er spielt, sind, die er eh wegwerfen will. Ja, nicht ganz. Er hat Dingens hier, Brigadine. Aber. True. Aber okay, wir würden Spells die callen. Würden so, er Spells hat Ride. Ja. Das tut nichts. Also, Ride ist ein guter Hit. Er hat Droplet, das ist egal. Also das kettet da halt an und, yeah. Ne? Yeah, das ist und jetzt los. Lacht uns aus. Genau. Er hat eventuell Foolish, aber das ist ein sehr, sehr großes vielleicht. Oder halt es sein Spell Trap Hate.
Es gibt den Quick-Spell, es gibt den Spell Traphead, aber den kann er auch anketten, abgesehen von Evenly. Und das Und wäre wie kein gesagt, wir Spell. callen nicht auf Traps, weil mit Eben. Traps fangen wir nur Evenly. Okay, wir lassen es, wir boarden einfach noch Dave, würde ich sagen. Oder gibt es ein Argument für Talents? Ich. Nein. Wir haben ja gerade zwei Talents rausgeworfen. Also Chaos Hunter ist halt die brokenste Karte, die wir gegen ihn Ja, haben. ja. Wir könnten allerhöchstens Kitten rausnehmen. Und wir haben halt kein, und wir haben keine Handtrap gesehen, außer Wir können keine. allerhöchstens Kitten rausnehmen für ein Droplet oder ein Talents oder so, weil. Aber wir können es auch genauso gut drinnen lassen. Ich glaub, so macht es am meisten, wie es gerade aktuell ist. Dann lassen wir es so stehen. Seien wir ehrlich, die einzige Karte, die uns hier wirklich interessiert beim Siden, ist Chaos Hunter. Das ist Und richtig. die nimmt ihn wirklich auseinander. Ja. So, First bitte. Ja. Yep. So. Wie sich's gehört. Bedrücken wir wieder A. Wollte ich gerade gesagt haben, um diesmal wirklich um Droll rumzuspielen, aber haben wir wieder nicht gewollt. Okay, dann wollen wir das wohl nicht. Dann machen wir wieder Tipp für Fountain. Ach, diesmal hat er eine Ash. Oder? Okay, da war es evenly. Dass er gleich Okay, gezogen hätte. diesmal hat er keinen Droll, wurden mal nicht gepunished dafür, dass wir nicht drumherum gespielt haben. Dann wollen wir jetzt aber erstmal Starter machen, denke ich, um die Sprites aus dem Deck rauszubekommen. Ja, weil die wollen wir nicht ziehen. Also machen wir jetzt Starter, gehen Blue angeln, gehen Red angeln. Ja. Red ist hier. Dann Special Red. Special Gigantic. Nein. Wir holen jetzt erstmal Jet. Und Jet geht Smashers holen. Special Summon. Ja. So. Jetzt gehen wir Fountain und machen Slumber für Summon. Hier. So, nachdem wir jetzt ein paar Sprite-Karten aus dem Deck rausgekriegt haben, würden wir jetzt gerne mal Karten ziehen gehen. So, rein mit dir, rein mit dir. Du bitte nicht. Wir haben schon viel Spell. Oder gibt es noch Argument, den Starter zu erweitern? Wir können im nächsten Zug noch gut Nein, kommen. der zweite Starter ist zu gut. Der Ja. kann in deinem Zug Carrot aus dem Deck holen, um Evenly abzufangen. Ja. Hi Lava Hi. Golem. Aber hey, wir haben Freezing Curse, das ist nicht So, dann schlecht. bauen wir jetzt Gigantic mit Jet und Hugin oder Blue und Hugin, doesn't matter. Einem von beiden. So, Monster rechnen. Wir holen jetzt Hyperia oder Capshell, doesn't matter. Karte ziehen halt. Link holt nochmal was zurück. Passt. Ja. Okay, dann gehen wir jetzt mal mit Gigantic was aus dem Deck angeln. So, nichts anketten, bitte. Ja, ich würde sagen, wieder Capshell. Hauptsache Draw. Genau. Weglinken, Draw. So, tschüss Capshell, tschüss Elf. Gigantic meine ich. Und hallo Elf. Ja. Ja, kann ruhig dahin. So. Der Wie wir die gleich. Oberlane hier mit dem. Oberlenkler eh noch, genau. So, nein, noch nicht. Du bist nachher gleich noch dran. Noch ein Freezing Curse, Okay, sehr dann gut. eben mal irgendwas zurückholen. Doesn't really matter. Nein, das matter. Capshell Ja, kommt Capshell. zurück. Weil die hängt noch als dieses Material dann dran im nächsten Zug. Ja. Und dann gehen wir unter dem Elf für Mannequin Cat mit Blue und Capshell. Ja. Set Starter, Set Smashers, Wir können Set. einen Freezing Curse setzen, weil wir haben noch einen. Ja, Theoretisch. Set ein Freezing Curse.
Pass Turn. So, ein Even hier schon mal raus. Ja, nicht, dass es mattert. Nein. Das erhöht ja nicht die Chance, dass er das Ding Starthand hatte. Verringert aber, das ja. Verringert sie. So, wenn er Battleface, wenn er End of Main sagt, ist das okay, für, aber dann drücken wir A, dass wir Startstep Battleface mit Starter Carrot aus dem Deck holen können. Mhm. Okay, das ist kein. Klar. Jo. You got it. Mhm. Okay. Die Gefahr Evenly ist erfolgreich gebannt. Ja. Ich habe mir was eher gedacht, als er das hier gesehen hat. So, ja, ist okay. Deswegen räumst du, also du räumst so einem Deck Go Second auch niemals das ganze Board weg. Wenn du das ganze Board wegräumst, kannst du wieder Evenly fressen. Das ist keine gute Idee. Das Fateful darf er gerne behalten. Oder ein Monster oder irgendwas. Irgendwas darf er auf jeden Fall behalten. Mhm. So. Gut, dann hat er natürlich, wie heißt's? Gibt es ein Argument, an der Stelle auch mal unauffällig 11 anzuketten? Eigentlich schon. Ich meine, dann haben wir ihn. Dann müssen wir nicht. Ja, wir können mal unauffällig 11 anketten. Ja. So, der ist ja kein Target mehr zum Suchen, aber das ist ja egal. Oder der fängt sich jetzt ein Negate, das ist auch in Ordnung. Ja, bitte gerne. Nee, frisst dich nix. So, dann haben wir auch ein gutes Target für Red. Mhm. Na, das wissen wir ja noch nicht. Das kommt ja dann darauf an, ob wir negieren wollen oder negieren oder zerstören. Ja. Aber der Jet würde auf jeden Fall gerne mal. So. Ach so, er darf equippen, ja. Also er darf den Equip-Spell suchen. Aber er hat ja schon mit dem gesucht, also von daher gerne. So. Letzter Starter. Mhm. Mhm. Den Equip hat er. Jo. Hat er. Mhm. So, dann kommt mal das Token und. Ich glaube, das wäre jetzt eigentlich ein guter Punkt, oder? Nein, hat er. Weil, wenn er irgendein Dark Monster specialt. Pass auf, wenn der irgendein Dark Monster specialt, können wir Mannequin Cat anketten, er kettet Griffin Rider, wir ketten Flashing Fire. Weil der mischt sich nicht für Kosten rein. Meine ich. Kann man rausfinden. Ja, 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 genau. Ja, Quick Effect ja. Doppelpunkt. Er mischt ihn nicht für Kosten rein. Das heißt, wir können mit Flashing Fire können wir dann mal drüber holzen. So. Stimmt. Wir könnten das jetzt natürlich anketten, ist aber keine gute Idee, weil wir haben. Jetzt würde auf Earth, also nur auf. Hä? Auf Earth würde das nur triggern, weil. Earth, Parry, haben wir beides nicht im Deck, glaube ich. Und was ist Griffin Rider? Das ist Wind. Der ist wie so ein Wind. Was haben wir da überhaupt als Targets? Moment, ich gucke kurz, ich mach kurz das Deck auf. Ach hier, Kitten ist Earth. Kitten. Okay. Die darf im Deck bleiben. Ja, weil die ist kein Quick Effect. Wäre die ein Quick Effect? Dann wäre die broken. So. Ja, Kollege. Ja. Hat er. Völlig in Ordnung. Wir könnten auch theoretisch. Nee, pass auf, wenn wir den jetzt equippen lassen. Dann wird er wahrscheinlich den Fieldspell bouncen wollen. Ja, ja, pass auf, dann macht er Effekt Target. Wenn er irgendwas zielt, was uns scheißegal ist, dann lassen wir es resolven. Wenn nicht, können wir Smashers ketten. Dann macht er Griffin Rider, wir machen Freezing Curse und das Thema ist erledigt. Oder wir machen dann Red, noch besser. Ja. Also das heißt, Gönnung. Ja, machen wir es so. Weil der Bounce resolved ja nicht, wenn der Equip by Resolve nicht mehr liegt. Ja, weil so funktionieren diese offenen Karten. So, Field Spell wahrscheinlich, oder? Ne, ja. Ich überlege gerade, ob uns das actually nicht sogar wurscht
Nein, doch, das schaltet uns aus Freezing Curse aus. Das wäre. Nicht ganz. Wir haben einen Freezing Curse gesetzt. Ja, dann. Bitte gerne. Ja. Dann haben wir den wieder auf der Hand. Ja. Komm, ganz ehrlich. Dann ist der safe sogar, actually. Ja. Das, dann ich meine, dann ziehen wir jetzt zwar keine Karte, aber das ist egal, weil wir keine 3 im Friedhof haben. Das heißt, das ist wurscht. Ja. Und ob wir jetzt diese Runde eine und nächste eine oder nächste Runde 2 ziehen, ist ja Aschu völlig egal. Richtig. Das war leider eine Normal Summon. Das war eine Normal Summon. Jo. Ja, Kollege. Ist okay. Die Normal Summon, die hat er. Mhm. Er muss ja jetzt noch was. Da ist Special Summon. So, jetzt würden wir gerne mal nach Mannequin Cat fragen, wenn es recht ist. Target einen der beiden Dark Monster. Ja, einen von denen ist ja egal welcher. Ja. Griffin? Nee. Okay. Wenn er Griffin gemacht hätte, hätten wir übrigens Tribute 11 gemacht, weil über den 11 rennt er eh drüber. Ja, das wurde trivial. So, hallo Chaos Hunter. Ja, einen schönen guten Abend. Bitte nach Tag. Ja, sie hat nicht viel Dev. Hi, du wolltest doch bestimmt nicht mehr banishen in dem Zug, oder? Nee, Phantom halt doch nicht. Niemals. Entweder kennt er jetzt die Liste und wusste, was passiert, oder das ist jetzt der Moment, in dem er gehen. Ja, Chaos Hunter ist so eine von diesen Uraltkarten, die immer mal wieder auftaucht. Ja, Mannequin Cat ist halt nicht fair. Also Mannequin Cat ist nicht mal im Ansatz fair. Nee. So. Und es stört mich ein bisschen, oder was heißt stört, also, ich find's einfach mega cool, dass jemand draufgekommen ist, quasi diese brokenen Silver Bullets zu spielen, ne? Mhm. Chaos Hunter, Ryo und, den Schildkröte. Testudo, Numut, ja. Irgendwas, ja, irgendwas Lateinisches. Testudo, Erat, Numen. Testudo, Numen, Erat gibt's auch, ja. Aber das ist... Andere Karte. Ja, es gibt. Oder im Deutschen heißen die, glaube ich, inzwischen auch göttlich. So, aber die wurden dann irgendwo. Und göttlich war die Schildkröte. Genau. Ja. Göttlich war die Schildkröte, besitze ich, das ist die billige. Ja, weil das die schlechte ist. Ja. So, Den. Oi. Technisch gesehen. Nein, wir. Dürfen wir überhaupt. Ja, wir dürfen smashern. Er darf nicht bändischen. Ja, nur er darf nicht. Räumen wir das auf. Ich meine, das Einzige, was der reinlegen kann, was abräumen kann, ist Fafa. Und der darf nicht, weil Chaos Hunter. Oder? Er macht Graf für Seer, für Dings, Special Back. Ich meine, er könnte. Dante hätte 2-5 und könnte crashen. Er wird keinen Dante im Deck haben. Niemals. Ich überlege gerade nur, was theoretisch dem Chaos Hunter gefährlich werden könnte. Nein. Graf Seer will der jetzt reinlegen. Die Frage ist, ob uns das ein bisschen zu gefährlich ist. Ich meine, was machen wir sonst mit dem Smashers? Aber andererseits, der Smashers ist eine echt gute Karte und den brauchen wir vielleicht noch. Na gut, behalten wir es mal. Soll er durch Graphseer gut gerne durchgehen? Er kann jetzt halt Graphseer machen und kann dann für den Link 3 gehen und den müssen wir dann smashern. So, ja, ich glaube, das ist besser. Klar, Kollege. Beziehungsweise, nein, Quatsch, den Link 3 müssen wir nicht smashern, den gehen wir mit Red. Jo. Also das nicht. Ja, Kollege. Das negieren wir nicht. Und falls er das mit dem Griffin negiert, frisst er einen Freezing Curse. Richtig. Nee, wir räumen den Link mit Smashers weg. Weil, dann ist er banished. Hat er. Ja, gegen E-Tele können wir sowieso nichts machen, also hat das so und so. Ja. Jo. Oh, jetzt kann er Fleur... Nein, Quatsch, Fleur zu bauen ist... Dann hat er die. Dann tauscht der einen Gate gegen den anderen. Das macht genau 0,0 Unterschied. Ich bin in der Sekunde auch drauf gekommen. Das ist ein Omni-Negate für ein Omni-Negate. Hat er. Er kann, also wenn sein Plan ist, mit dem Griffin Rider den jetzt zurückzumischen und dann in Fleur zu gehen,
Unter dem Aspekt sollten wir vielleicht gucken, dass wir Griffin Rider mit Red negieren. Und nicht mit Freezing Curse. Weil dann hat er den Fleur als Backup. Wenn er jetzt überhaupt für Fleur geht, ne? Das ist ja, also es ist durchaus sehr unwahrscheinlich, dass er überhaupt Fleur spielt. Hi! Ja, dich negieren wir. Oder schießen wir dich direkt kaputt? Nee. Wir könnten hier drüber smashern. Ich meine, er hat genormelt, die Chance, dass er noch irgendwas hat, um sich dazu zusammenführen für Bardiche ist gering. Und der Dark braucht nur Dark Monster, ne? Ich glaube, er sagt einfach nur Dark Monster. Ja, dann räumen wir da jetzt drüber. Smasher. Ja. So. Kosten der Starter vom Grave. Den braucht keiner mehr. Jo. Ja, Red, Tribute 11. Soweit so geplant. Er könnte jetzt natürlich Droplet haben. Das ist dann so. Letzte Karte. Das würde actually. Also, Droplet letzte Karte hätte jetzt actually gestört, weil dann liegt der Griffin nicht mehr. Dann können wir den mit Freezing Curse nicht mehr negieren. Wenn der Droplet Karte hätte, einfach den Chaos Hunter negiert. Meinst du nicht? Wieso? Der stört ihn ja noch nicht. Noch hat er nichts im Grave, was er banishen möchte. So. Destroy? Ja, bitte. Ja. Tschüss, Griffin. Achso. Naja, geht nicht kaputt, weil Cherubin eine gute Karte ist. Ja, dann tschüss. Mal Jet und Bruchschwert. So, der Seer darf sich gerne aktivieren. Oh! Puh, das funktioniert ja. Dann kann er den Dings bauen. Ja, dann kann er doch den Dark bauen. Okay. Ja, ich meine, wir haben noch Freezing Curse. Ja, ja. Den müssen wir dann halt benutzen. Ich habe vergessen, dass der Dings ja einen Effekt hat. Mhm. Ja, dann hol Dark. Also, Rusty. Aber wie gesagt, der ist jetzt ja raus, also der sollte echt nichts haben, was den Freezing Curse verhindern kann. Ich überlege gerade sogar, ob wir Rusty nicht einfach resolven lassen können. Weil er mit dem nicht Link climben kann und das ist kein Rusty. Das ist eine Underworld Goddess. Die hat der. Okay, ja, das funktioniert natürlich. Die hat der. Also die hat der sowas von, hat der die. Ja. So, die ist unaffected von aktivierten Effekten, außer sie targeten ihn. Okay. Jetzt kann er Battleface gehen und über unsere beiden Viecher drüber hampeln. Und dann haben wir einen Lava-Golem im nächsten Zug. Richtig. Also aktuell haben wir sowas von keinen Stress. Richtig, weil der hat gerade sau viele Ressourcen aufgebraucht und der hat, glaube ich, noch nichts, kein Dingens hier im Friedhof, ne? Kein... Ah, doch, hier. Ja, ja. Also die Underworld Goddess war jetzt schon gut, nicht falsch verstehen. Ja, Underworld Goddess ist eine gute Karte. Aber sie löst jetzt das Problem nicht. Der hat genormelt, oder? Ja, ja, er Nein. hat. Doch, der hat den Klo genormelt. Ah ja. Ich überlege gerade, was er jetzt noch machen kann. Er kann... Hat er eine Trap im Grave? Das ist auf jeden Fall okay. Ja, ja. Ich glaube nicht. Ja, anscheinend hat er keine Trap im Grave, sonst hätte er sich jetzt nicht die Trap gesucht. Ja. Jo. Alter. Not gonna lie, die Underworld Goddess war jetzt solide. Mhm. Yep, wie gesagt, gute Karte. Hat ihn aber auch viel gekostet. Ja. Also,
ich sehe mich halt dieses Duell nicht verlieren, wenn wir jetzt nicht literally in dem Zug sterben. Und ich sehe uns nicht in dem Zug sterben, weil wir können noch Starter umdrehen für Buddies in der Battle Phase. Also für einen Buddy. Mhm. Jo. Klar, Mann. Und wir haben immer noch hier den Freezing Curse und nichts hindert uns daran, den zu aktivieren, weil wir für den nächsten Zug sowieso noch einen haben. Plus den Field Spell für Thomas Draw 2. Ja, ja. Deswegen, wenn er uns in dem Zug nicht tötet, sehe ich nicht, wie wir das Game verlieren. Es kommt jetzt ein bisschen drauf an, was die letzte Handkarte ist. Würde uns sicher gleich zeigen. Falls nicht, haben wir kein Problem. Ja. Was kannst du? Der ist doch kein Problem, aber das, was raushüpft, ist ein Problem. Dann lass mal nichts raushüpfen. Nein, nein, das, was raushüpft, können wir dann immer noch nivellieren. Ja, meine ich damit. So, ja. Wir haben den Freezing Curse nie gesucht, ne? Das weiß er nicht, dass da einer liegt. Das weiß er nicht, dass der da liegt. Also er kann es vermuten, aber er weiß es halt nicht, das ist halt die Sache. Ja, weil das ist theoretisch der Kill. Das Viech. Ja. Weil meine Kind fährt nicht in, Das ist kein Quick-Effekt, ne? Nein. Nee. Dann aktiviere ich mal noch. Warte. Ja. Ja. Mannequin Cat in Attack zu holen war blöde, weil jetzt müssen wir halt den Freezing Curse benutzen. Ich wollte halt nicht riskieren, dass der irgendwas holt und reinstiefelt. True, true, true. Nein, Mannequin Cat in Attack zu holen war richtig. Sonst hätte er einfach irgendwas genormelt und drüber stiefeln können. So. Ja, Chain. Negate. Bitte negate, ja. Können wir das mal nicht machen? So, was ist da weggeflogen? Hi. Das ist jetzt immer noch Schaden, aber es ist nicht Kill. Das sind 4K. Ja. Nein, weniger. Wir können ja Battlefield Starter machen. Okay, wenn wir Battlefield Starter machen, das ist noch weniger. Dann räumen wir als Board ab. Und die anderen wollen. Jetzt machen wir nicht Battlefield Starter, weil. Warum? Weil wir noch einen Starter in unserem Zug haben. Ja, ja, nee, ich meine, aktuell würden wir ihn in der Endphase machen. Achso, das meinst du, ja. Ja, aber wie gesagt, wir überleben. Warte, wie viel HP haben wir noch? Wir haben dann 2000. Ja, das reicht für 2 Starter. Ja. Und wir wissen ja, alles über Null ist Knautschzone. Ja. Ja, aber wenn wir halt zu viel Schaden bekommen hätten, hätten wir mal gucken müssen, weil Starter kostet schon ein bisschen HP. Ja. Okay, das sind einmal glatte 1000. Und noch 3K ins Face. Autsch. Na? So, Autsch. So, nichts davon hat irgendeinen Interrupt. Ja, und es wären glatte, es wären 9200 Damage über Mannequin Cat drüber gewesen, wenn wir das nicht aufgehalten hätten. So, dann darf er mal setzen und dann machen wir mal Endphase Starter für Blue. Für Carrot. So, da. Was immer da liegt, ist uns gleich egal. So. Jetzt müssen wir dann nur auf Reihenfolge aufpassen. Also. Wir gehen erstmal in die Main Phase. Ja. Das ist ein schöner Draw. Wir gehen jetzt erstmal in die Main Phase. Allererste Aktion, Carrot Special. Ja, damit was immer da liegt, uns egal ist. Genau. So. So, die haben alle keine Interrupt-Effekte und die hier können wir mit allem kaputt machen, was sie targetet. Richtig, was bedeutet, wir braten jetzt einen Lava-Golem drüber. Richtig. Weil sonst negiert sonst negiert das Ding die Elf Resummon und das braucht's ja nicht. Ja. So, und der kann auch direkt weg. Nein, 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 nein. Der Raiders Knight hatte einen Effekt. Raiders Knight bitte lesen. Ähm.
Egal, mach den Token weg. Der Raiders Knight hatte nämlich einen Effekt. Raiders Knight. Weil der macht das Monster, was er holt, irgendwann kaputt. But destroy during your opponent's next end phase. Okay, das heißt, wenn wir jetzt den einfach in Ruhe lassen, stirbt der in der Endphase sowieso. Ja. Okay. Ja, super Sache. So, Bums. Ja. Hi. So, dann können wir jetzt... Jetzt können wir dann Field Spell aktivieren. Jetzt können wir Field Spell aktivieren. Dann machen wir, würde ich sagen, Slumber für Summon? Ja, weil Fleeting Curse macht noch was. Slumber macht genau gar nichts für uns. Wir können auch erst Starter machen, um die letzten paar Sprites aus dem Deck zu holen, nicht dass wir die nachziehen. Ja, können wir. Ah, nee, Quatsch, wir gehen vielleicht für was Höheres als Link 3. Gehen wir das? Haben wir was? Ja, wir haben Unicorn, was wir holen wollen. Nein, eigentlich nicht. Eben. Doch, vielleicht gehen wir mit Dark irgendwas zurückholen von ihm. Hat er ein cooles Darkness-Target im Grave, was man sich eventuell mopsen wollen würde? Underworld Goddess ist Light, also nö. Er hat Rusty. Aber mit was wollen wir mit dem, außer dann in Avramax zu gehen? Und wir haben gerade eruiert, dass Avramax Stuss ist. Also. Starter. Also Starter. So. Für Blue, für Jet. Aber ganze Belegschaft. Den Jet können wir auch noch gleich dazu specialen, wo wir schon mal dabei sind. Jo. Battleface haben wir ja keine. So. Jetzt machen wir Slumber für Summon, hätte ich gesagt. Jo. So, Special Summon. Und dann ziehen wir erstmal. Mhm. So. Und du nicht. Ja, das ist gute Karte. Ja. Können wir die Ritsch auch direkt machen? Ja, aber wozu? Also. Ja, wir können auch noch warten. So, dann, Gigantic hat. Ich hätte jetzt gesagt, wir müssen jetzt nur ein bisschen aufpassen, weil wir nur noch 700 haben. Wenn er einen großen Stock aufs Feld bringt, kann er damit über 11 drüber rennen. Und wir werden 11 wahrscheinlich auf dem Board lassen. Ich meine, es gibt doch ein Mist. Wir können auch das Mysterium-Ding suchen, was Karten kaputt. Was machen, Sachen kaputt machen kann. Ja, Flashing Fire, genau. Das werden wir dann wahrscheinlich auch noch machen. Jetzt gucken wir erstmal, was wir noch im Extra-Deck haben, so als lustige Option. IP, I guess. Ansonsten nicht viel. IP würde allerdings auch wiederum den 11 schützen, weil wir dann in den Avramax gehen können. Ja, wir machen jetzt mal 11. Genau, wir machen jetzt mal 11. So, mit dir. Und ein Blue, I guess. Ja. So, dann kann der Elf sich aktivieren. Und Red. Oder Cap Shell zurück. Hat sie noch eine Karte? Ja, er hat sie mal eine Karte. Aber nicht in die Zone, wo Elf drauf zeigt, sondern daneben, weil jetzt bauen wir erstmal Gigantic. Ich meine, wir können mit dem auch Gigantic bauen und damit eine Karte ziehen, das gibt sich nicht viel. Nein, weil der wird dann als Effekt abgehängt, nicht für Kosten, deswegen zieht er dann nicht. Weil er wird ja dann nicht abgehängt to activate, sondern as part of Effect. Ah, okay. Ne? Ja, stimmt. Unterschied. So, dann holen wir jetzt einen Gigantic. Dann mit den beiden gerne hier. In Dev. Ja, wir holen jetzt alles in Dev, was geht, weil wir können eh nicht angreifen. Mhm. So, dann kann Gigantic sich mal aktivieren.
Und ich würde sagen, der darf gerne einen Wind-Up-Kitten aus dem Deck holen gehen. Dass wir den Lava-Golem zurücknehmen? Ja, genau. Dass wir unseren Lava-Golem mal wieder zurück auf die Hand haben. So, komm wieder. So, und dann ist noch die noch jetzt hier der und der in der IP. Genau. So, dann sind wir auch... Nee. Kitten. Du hattest auf Kitten drüber gehabert. Ich dachte, den wolltest du... Kitten musste weg. Den Gigantic hätten wir noch gebraucht, dass wir was negieren und zerstören können mit Carrot. Ich meine, wir können ja gleich wiederholen. Ja, so. Und jetzt könnten wir theoretisch noch Tipp für Destruction machen, dass wir die Verdeckte losbekommen, aber ich oder wir behalten Tipp, damit wir, wenn es hart auf hart kommt, das die andere kriegen. Ja, Flaming, ich hätte gesagt, irgendwas. Ich hätte gesagt, wir setzen Freezing Curse und Slumber. Ja. Wir setzen Freezing Curse und Slumber. Wenn die Verdeckte Twin Twister oder Evenly oder irgendwas in der Richtung ist, dann haben wir sowieso gewonnen. Dann negiert das Carrot, sein Monster stirbt. Ja, Slumber und Freezing Curse können wir setzen. Genau, weil Slumber kann dann einmal den Carrot beschützen, falls er meint, im Kampf über den drüber rennen zu müssen. Diesmal bitte Battleface anklickern. Ja, habe ich vorhin auch schon dran gedacht. Mhm. So, und falls er Fieldspell nicht kaputt geht, haben wir Point. Tipp. Ja, der geht ja nicht kaputt. Ist von auszugehen, ja. Warum geht der jetzt nicht kaputt? Sagt er, er geht nicht kaputt? Cannot be destroyed by card effects. Ah. Oh mein fucking Gott. Ja, ein Glück haben wir die IP geholt. Ja. Holy fucking shit. Ja, das hätte so hart schief gehen können. Okay, alles gut. Wir beruhigen uns wieder. Alles gut. Mhm. Das gute alte Kartenlesen-Meme. Ja, ja. Kartenlesen ist eine schwierige Sache. Ja. Standby-Face ist vollkommen legitim. Ebenfalls vollkommen legitim, weil den mischen wir da. Aber wir können mal kurz Elf anklicken. Geht der nicht? Geht der nicht auch? Ja, weil der negiert alle Effekte. Nein, and then if this card has a Dark Monster SXC's Material. Achso, und er hat keins. Wie ich das verstehe, hat der das jetzt nicht. Aber pass auf, wir machen das jetzt so. Aber wenn er das, wenn er sich bufft, dann haben wir trotzdem wieder, dann haben wir wieder das Problem, dass Aframax auch, wobei Aframax hat auch noch einen Effekt. Pass auf. Also Elf ist auf jeden Fall. Elf ist auf jeden Fall. Wir machen das jetzt so. Nein, pass auf. Wir machen IP Chain Elf. Dann holt Elf die Capshell zurück. Oh! Das ist aber okay. Das negieren wir einfach mit... Hier, Carrot. Das negieren wir mit Carrot, ja. So, ja, tschüss. Good Kitten. Tschüss, Kitty. Ja. Wing hat er noch. Chain so, 11. Jetzt 11. Oder holen wir Red. Und scheißen lieber Red und pfeifen auf den Draw. Ja, wir holen Red. Wir holen Red. Was wollen wir noch ziehen? So. Kannst du gar die Phantom Night Trap im Friedhof aktivieren, wenn du ja, willst? Ja, soll er mal. Dann kommt Red bitte in Death und dann holen wir Unicorn und flippen ihm den Boy wieder zurück. Jupp. So. Nix mit dir. So, Unicorn. Mhm. Mit Elf natürlich. Ja klar, weil der ja. Macht ja noch was. So, ja. Tschüss Lava Golem. Mir fällt gerade auf, wäre der Typ so geschrieben gewesen, wie ich gedacht hätte, dann hätte das jetzt gerade sogar funktioniert. Hätte der Typ jetzt alle Face-Up-Monster auf dem Feld negiert, dann hätte das sogar funktioniert, weil Chainlinks nicht... Nee, dann hätten wir Freezing Curse halt noch gemacht. Ja, wir hätten dann Freezing Curse und Flashing Fire machen müssen, um ihn loszuwerden.
Ja, aber hat man ja beides, also alles Gucci. Jo. Ja. Hol dein Adventurer-Token. Ja. Jo. Ja, wir können einmal kurz uns seinen Graveyard anschauen, nur um zu wissen, was jetzt eigentlich noch Phase ist. Also, die Trap hat er. Er hat Das einen zum war's. Zurückholen. Fertig. Ja, Ja. nix. Indeed, niente. Ja, hat er. Hol dein Token. Unicorn hat zu viel Attack. Außer jetzt hat er noch einen Equip-Spell. Und auch das wird nichts machen, aber es wäre lustig. Ja, dann würden wir mal unauffällig Flashing Fire suchen. Er kann jetzt über Red drüber rennen. Ich glaube, das machen wir so. Machen wir dann Slumber sogar tatsächlich drauf? Ja, ich meine, klar, wieso nicht Karten ziehen? Ja, macht er sogar. Ja, macht er doch nicht. Jetzt, wir sind jetzt Ja. gerade, aber wir bringen ihn nicht. Moment, wie viel haben wir am Friedhof? Wie viel haben wir am Friedhof? Ich Keine. überlege Also hat nichts da haben wir es ja von ich jetzt überleg tipp zu gerade, wenn wir machen. jetzt kein Runic aktivieren, wie viel Schaden wir dann hinbekommen. Da man Lava Golem nicht normeln kann, haben wir noch einen Gigantic? Ich glaube nicht, oder? Wir hätten Nö. Dark für seine IP. Nee, Quatsch, für seinen Cherubini, für Avra Max. Das sind 3 und 2, 2, das sind 5. Nee, nee. Nicht ganz, weil wir das Unicorn wegklinken müssen, um Dark überhaupt jetzt zu holen. Ja. Weil die sind ja beide in Feuer. Ich glaube, den kriegen wir nicht tot. Dann gehen wir noch ein bisschen durch die Gegend extenden. Dann gehen wir mal Tipp holen. Jo, also Ja. machen und holen damit was. Ja. Ja, Destruction hätte ich gesagt. Und räum ihm mal seinen permanenten Spell ab. So, nein, nichts an Ketten. Du, oder? Ne, das war Flashing Fire. Freezing Curse. Destruction. Ich soll Destruction. Das daneben. Das war Dispel. Acht. Ja, das ist Das. Destruction. Nein. So, ja. Weil wir aktivieren ja jetzt immer auch noch Destruction. Also, ja klar, machen wir noch den Zug richtig. So, und dann ziehen wir zwei. So, ja. Tschüss. So, jetzt, ja. Na, guck mal, was alles weggeflogen ist. Nehme ich. Nein, bitte nicht. Okay. Destruction ist im Haus. Oh, noch ein Fogblade. Dann setzen wir ein Flashing Fire und Ja, Moment. sagen. Wir können Flashing Fire sein Dude. Ja, ich glaube, wir gehen hier für Deckout. Dann machen wir Flashing Fire sein Dude. Ja. So, Destroy. Er hat auch Evenlies im Deck, ne? Dran denken. Okay.
Tschüss, Droplet. Ich glaube, wir aktivieren keinen mehr, also können wir auch ziehen. Ja, er hat Evenlys im Deck und wir haben Carrot liegen. Deswegen voll meinte ich nicht noch groß rum experimentieren. Wir brauchen den hier noch, ja, so meinte ich das. Ja, weil wir kriegen den nicht mehr zurück. Wir sind durch die beiden Elfs durch, die wir spielen. Durch die Lava Golems noch nicht. Einfach go. Einfach go. Flashing Fire. Oder? Ja, dann könnt die... Würde ich sagen. Weil, warum nicht? Es ist aber auch egal. Wir können auch einfach go sagen. Ja, Battle. Egal. Achso, ja. Wir werden eh für Deck ausgehen müssen, also. Ich weiß, selbst wenn wir im nächsten Zug einmal angreifen könnten, wir werden dir nicht einen Attack drehen, weil das wäre Selbstmord. Okay. Das ist eine Set. Dann können wir jetzt mal. Einfach nur zum Karte ziehen, sie aktivieren. Auf irgendwas. Irgendwas, ist egal. So, ja. Damit können wir jetzt in der nächsten Runde weitermachen. Mhm. Oder damit. Damit auch. Dann machen wir noch mit Summon Hyperia und gehen mal Karte ziehen. Das ist gut. Dann damit können wir den Spelltrap-Schuss mal suchen. Dann machen wir Dark. Oder wir machen erst den Spelltrap-Schuss suchen. Das ist wahrscheinlich besser. So, Destruction. Du. Nee. Das Ding. Du. Ja. Die sehen so ähnlich aus. Flashing Fire und Destruction. Nein. So, nein. Ah. Hi. So, jetzt aber. Weil warum auch nicht Karten ziehen, wie blöde. So, ja, direkt nächster. Nehme ich. Kann man dann umbringen? Warte, Tipp räumt nein, eine weg, Stamper räumt nicht. Drei weg. Ja, reicht nicht. Wir können... Ja, dann Dark... Zwei. Nee, wir haben einen zu wenig. Dark, einen zu wenig. Dings. So, kommt Shirobimi zurück. Und kommt Avramax. Was? Wir haben uns nicht gelockt. Oh, der Cherubini wurde nicht vom Extra-Deck beschworen. Oh mein fucking Gott. Ui. Dann, hoffen wir mal, dass er jetzt nicht Normal Summon was mit 1200 Attack hat. Können wir das hier irgendwie... Nee, wir kriegen Cherubini nicht los. Hätten wir noch einen Gigantic, dann könnten wir den hier wegexcisen. Aber warte, was machen wir das Spell? Können wir Tipp? Können wir bitte. Ja, okay. Okay, okay. Oh mein Gott. Das hätte schief gehen können. Was? Ja, der hat durchaus Monster im Deck, die genug Attack haben für sowas. Ich frage es, ob er sonst noch im Deck hat. Also Sio und Graf haben auf jeden Fall genug Attack. Hier? Nee, Graf nicht, aber Sio hat genug. Aber der ist raus. Nee, wir hätten den Shirobimi nicht... Hätte er einen Normal Summon mit 1200 oder mehr Attack gehabt, wären wir jetzt tot gewesen. Die Chance dafür ist gering, aber passieren hätte es können. Ja. Ups. Ahem. Bis zum nächsten Mal. Let's go.